Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. In Weiß, von rechts nach links, Borussia Mönchengladbach in Grün mit den schwarzen Streifen von links nach rechts. Los geht's! Links Mika Schröers, rechts Kuschrim Asalari und vorne drin Ryan Naderi und Chagatay Kader. Und jetzt die Ecke. Eros Datschai bringt die gut rein. Das 1:0 für den SV Rödinghausen. Nach knapp 15 gespielten Minuten. Mirko Schuster macht es. Ecke, Datschai. Und dann lassen sie ihn völlig frei, komplett aus den Augen. Da sah man häufig nur die Rücklichter. Chagatay Kader. Kader, erster Abschluss für die Gladbacher. Und der ist drin. Chagatay Kader, was war das denn? 1:1. Und das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Karl Albers, den hat er sicher. Das ist eigentlich eine Situation, da kann man ihn nachts wecken für. Kader nutzt den minimalen Platz und dann rutscht er dem armen Karl Albers durch die Flossen und dann durch die Hosenträger. Weiter geht's. Eros Datschai nimmt Patrick Kurzen mit. Gegen Kemper. Kurzen fährt 2:1. Was ist denn hier los? Jeff Dennis Fair. Zwei zu eins für den SV Rödinghausen. Und der Karl Albers, der wird jetzt mal ganz tief durchatmen. Wieder kein Zugriff, diesmal nur Andreas, der sich davon fair, ja, der dahinter fair rutscht. Fair geht vor den Mann und kann dann diese flache Hereingabe von Patrick Kurzen verwerten. Keine Chance, wieder mal für Jan Olschowski. 2:1 für den SV Rödinghausen. Und ich glaube, die Steine, die dem Karl Albers da gerade, dem Torwart vom SV Rödinghausen, vom Herzen plumpsen, die hört man, glaube ich, bis in eure Wohnzimmer rein. Schuster. Aber Naderi, gut dazwischen. Das haben sie gut gespielt jetzt. Wieder Chagatay Kader. Asalari! Und den hält Albers gut. Und da feiert er sich zu Recht nach dem Fehler beim 1:1. Ryan Naderi. Nee, Mika Schröers ist es. Schröers. Schröers 2:2. Holla die Waldfee. Was für ein Solo von Mika Schröers über die linke Seite. Geht an Karl Albers vorbei. Gute Körpertäuschung und dann muss er nur noch ins leere Tor einschieben, Mika Schröers. Aber der Fehler, der entsteht ja schon bei der Ecke. Nachdem es da eine wilde, richtig wilde Phase von knapp 15 Minuten gab. Töpken auf Fair gegen Andreas. Jeff Dennis Fair, was macht der denn da? Da läuft der komplett alleine auf Jan Olschowski zu. Ja, und dann muss ich doch ein bisschen mehr egoistisch unterwegs sein. Komplett alleine ist er Noah Andreas schon vorbei. Der kann nichts mehr machen. Und anstatt abzuschließen, will der Patrick Kurzen mitnehmen. Setzt sich da gut durch über die rechte Seite. Ozan Büyük Arslan. Mit viel Tempo gegen Hippe und dem ersten Abschluss. Kader. Technisch stark gegen Flottmann. Verschafft sich damit Raum. Kader.
In die Mitte das 3:2 für die Gladbacher. Wieder Mika Schröers. Doppelpack für den Mann mit der Nummer 11. Und Chagatay Kara mit ganz, ganz viel Übersicht. Nicht hektisch rübergespielt vorher. Könnt ihr euch hinterher noch mal in der gesamten Szenerie angucken. Erst die Aktion gegen Daniel Flottmann, wo er den Ball sehr, sehr gut an der Mittellinie verarbeitet. In die Tiefe gehen kann. Tia, ganz einfach, zwei Bälle in die Tiefe. Erst auf Tia, dann auf Kurzen. Kurzen. Sucht den Abschluss. Kurzen wieder. Olschowski packt daneben und Köpke muss den machen. Und es geht weiter und den klären die Gladbacher auf der Linie. Unter anderem durch Thilo Töpken. Tela Alovic jetzt im 1 gegen 1 gegen Hippe. Jung, da ist der Deckel drauf. Ing-Jong-Jung mit dem 4:2 für die Gladbacher. Sauber ausgespielt die Aktion. Tela Alovic legt ab. Alles, was Weiß trug, war vorne. Und dann ist es das erste Saisontor für den Südkoreaner, der vor der Saison aus der U19 von Bayer Leverkusen gekommen ist. Ramin Safi jetzt nochmal. Er hält den Ball im Spiel. Olschowski packt zu. Und das war's. Die U23 von Borussia Mönchengladbach landet den ersten Erfolg in dieser Saison. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.